Im März 2019 erscheint mein neues Buch Durch die Hölle, wahre Kriminalfälle beim Verlag Das Neue Berlin der Eulenspiegel Verlagsgruppe. In dem ersten Fall mit dem Titel Sieben Leben geht es um eine alte Dame, die in einem frisch renovierten Haus, idyllisch gelegen an einem See, lebt und am Abend gerade mit einer Flasche Schnaps gemütlich im Sessel sitzt. Viele ihrer Nachbarn schulden ihr Geld, sie sichtet die entsprechenden Unterlagen bei einem Gläschen Schnaps. Einer der Schuldner ist auch unterwegs zu ihrem Haus. Der Schuldner bricht bei der alten Dame maskiert ein, sie bekommt das mit, schaltet das Licht ein, sieht den maskierten Mann, sagt zu ihm, du siehst mit Maske genauso lächerlich aus wie sonst, er gerät in Panik und erwürgt die Dame. Um die Leiche zu beseitigen, zerrt er sie in das Auto, steckt sie in den Kofferraum, zündet das Auto an, es verpufft jedoch nur. Dann versucht er, das Auto zu versenken, was gelingt. Die Polizei findet das Auto, es wird geborgen, es beginnen die Ermittlungen, die sich sehr schnell auf meinen Mandanten konzentrieren. Mein Mandant wird in Untersuchungshaft genommen und gesteht die Tat. Er offenbart dabei auch Täterwissen. Es gibt jedoch eine Vielzahl von möglichen weiteren Tätern, die genauso gute Motive haben und zum nahen Umfeld des Mandanten gehören. Er jedoch bleibt in Haft und die Verhandlung gegen ihn beginnt. Wie die ganze Sache ausgeht, kann man dann lesen.